Liebe Zuschauer, zur Integration von Zuwanderern gehört auch, klar und deutlich zu sagen, was eben nicht geht. Wie zum Beispiel die sogenannten Ehrenmorde oder auch die Zwangsheirat. Die Deutsch-Türkin Serap Cileli kam vor 32 Jahren im Alter von 8 Jahren mit ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland und wuchs in einer Kleinstadt in der Pfalz auf. Sie wurde später selbst von ihrem Vater unterdrückt, bedroht und zur Heirat gezwungen. Doch sie hat sich gewehrt, ist geflohen und setzt sich jetzt für andere ein. Über ihr eigenes Schicksal will sie einfach nicht mehr reden. Serap Cileli. Viel lieber hilft sie anderen muslimischen Frauen in Not. Eine Kämpferin für die Menschenrechte. Es ist sehr wichtig, dass die Mädchen aufgerüttelt werden. Es ist sehr wichtig, dass die Mädchen aufgeklärt werden, dass sie keineswegs all das, was ihre Eltern ihnen aufdrängen, aufzwängen, mit Gehorsam und mit Geduld erdulden müssen. Auf ihrer Homepage bietet Serap Cileli Hilfe an. Ein Ratgeber für junge Frauen auf der Flucht. Eine von ihnen ist Hülya Kalkan. In Deutschland geboren, wird sie mit 13 in die Türkei geschickt, in eine strenge Koranschule. Kein Kontakt zu fremden Männern, Keuschheit. Mit 17 soll sie verheiratet werden, doch sie flieht. Heute ist sie frei und vernarrt in Flamenco. Was sie besonders daran mag, ist die starke Rolle der Frau. In ihrem eigenen Leben hat sie sich die hart erarbeiten müssen. Das war 4 Wochen, nachdem ich 18 geworden bin. Da habe ich meine Sachen gepackt und von zu Hause abgehauen. Als Hülya Kalkan auch ihre Schwester aus der Gewalt eines Mannes befreit, den diese nicht liebt und nicht heiraten will, wird sie von der Familie verstoßen. Die Verwandten haben auch, die haben sehr viel Telefonterror gemacht. Die haben behauptet, dass sie einen Kopfgeldjäger auf uns angesetzt haben in der Türkei. Und dann haben sie behauptet, dass sie nach Deutschland kommen werden und dass ich die Ehre verletzt habe, weil ich ihre Braut entführt habe und so weiter. Hülya Kalkan hat sich nach 10 Jahren mit ihrer Mutter versöhnt. In einer solch traditionellen Gesellschaft ist das ein seltener Glücksfall. Sie war immer dagegen, dass eine Frau einen Beruf ergreift und so. Und heute denkt sie ganz anders darüber. Sie hat sich wirklich sehr viel geändert. Und ich finde es sehr schön, dass sie das eingesehen hat. Und wahrscheinlich wird es bei den Enkeln anders machen. Nur wenige Familien versöhnen sich mit ihren Töchtern, die sich einer Zwangsheirat entziehen. Oft müssen sie sich verstecken und sind ein Leben lang auf der Flucht. Für diese Frauen kämpft Serap Cileli. Man muss diesen Menschen klar machen, dass Zwangsverheiratungen hier in Europa wie auch in Deutschland keineswegs erlaubt sind, dass es verboten ist, dass es eine Menschenrechtsverletzung darstellt, dass Frauen hier nicht als Menschen zweiter Klasse angesehen werden, sondern dass Mann und Frau hier in Deutschland gleichberechtigt ist. Serap Cileli will auf das Verbrechen der Zwangsehe aufmerksam machen. Deshalb schreibt sie ein Buch, um die Augen zu öffnen für die Notsituation muslimischer Frauen. Nicht wegschauen, sondern handeln. Das ist die Botschaft, die sie auch in Talkshows immer wieder verkündet. Doch Serap Cileli belässt es nicht beim Reden. Persönlich setzt sie sich für all diejenigen ein, die sich aus ihrer Misere befreien wollen. Serap Cileli und Hülya Kalkan haben beide jeweils ein Buch über ihre Lebensgeschichte geschrieben und sind zur Aufklärung häufig auch mit Lesungen in Schulen, Kindergärten und anderen öffentlichen Einrichtungen unterwegs.